Kapitän? Manchmal bekomme ich dieses seltsame Gefühl. Alles scheint so sorglos, fast normal zu sein. Hey, Kapitän, wollen Sie mal kosten? Nein, danke, Franz. Vielleicht später. Sie wissen nicht, was Ihnen entgeht. Das war seine Frau. Das war der Schiffsjunge. Die Leute reden, lachen oder arbeiten. Wie auf einer Straße in Berlin. Einer sehr kleinen und miefigen Straße in Berlin. Es sind 10 für dich. Jo, bist du dabei oder weg? Herr Kapitän, Lust auf ein Spiel? Ein Spiel. Wenn das alles hier nur ein Spiel wäre, dann wäre es wohl das sonderbarste Spiel überhaupt. Alarm! Wir stehen unter Beschuss! Bereit machen zum Bauch! Alle Mann auf Station! Los, los, jeder auf seine Position! Bewegung! Bring uns runter! 30 Meter, sofort! Jawohl! 30 Meter tief! Luft sind dicht, Luft sind frei! Das alles hier ist nicht nur ein Spiel. Steuermann, bring uns tiefer. Nach so viel Tapferkeit, Erfolg und Ruhm. Noch tiefer. Nach so viel Angst, so vielen Tränen. Allem, was wir erreicht haben. Tiefer, verdammt! Soll es das jetzt gewesen sein? Das Ende? Jetzt? Hier? Und damit euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Mein Name ist Alexander oder halt auch Cobra und ich werde mit euch die nächsten paar Tage und hoffentlich auch Wochen Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic spielen. Das ist meiner Meinung nach ein würdiger Nachfolger von Call of Duty, was ich vor ein paar Tagen beendet habe. Und für die, die sich jetzt fragen, was ist das denn? Was werde ich mir da vielleicht jetzt gleich angucken? Silent Hunter 5 ist ein U-Boot-Spiel, was man auch schon im Hintergrund sieht. Aus dem Jahre 2010, also schon etwas in die Jahre gekommen. Das sieht man der Grafik gerade jetzt auch hier so im Menü und im Trailer eben gerade an. Ich muss aber tatsächlich sagen, wenn wir dann gleich auf der offenen See sind, wenn das U-Boot mal fahren darf, wenn das Meer spielt, dann ist die Grafik von damals immer noch sehr sehenswert, meiner Meinung nach. Man merkt es ihr hier und da an. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist immer noch schön und immer noch... fast schon zeitgemäß. Und ja, wie gesagt, wir spielen U-Boote des Typs 7 der Deutschen Marine und fangen an gleich 1939 und werden in der Kampagne bis 1943 spielen und tragen da als Kommandant für unsere Mannschaft und natürlich auch unser Boot Verantwortung, müssen da verschiedene Missionen machen und hoffentlich das Vaterland Deutschland zum Sieg führen, mehr oder weniger. So, jetzt können wir theoretisch direkt anfangen. Wie gesagt, seid ein bisschen nachsichtig mit der älteren Grafik. Ihr werdet gleich sehen, es ist nicht so schlimm, wie jetzt hier im Menü das Ganze scheint. Die Steuerung ist ein bisschen tricky, aber ich habe schon ein bisschen Erfahrung, deswegen sollte ich das einigermaßen hinkriegen. Wenn ihr Anmerkungen habt, wie ihr es findet, ob ihr es toll findet, ob ihr mehr davon haben möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Dementsprechend gucke ich halt mal, wie lange ich das Let's Play mache. Also ich habe schon vor, dass... ordentlich lang zu machen, aber wenn jetzt überhaupt kein Interesse besteht, dann kann man ja darüber philosophieren, ob man das jetzt in anderen Formen bringt. Ich rede viel zu viel, wir gucken mal nochmal schnell in die Optionen rein, denn hier kann man tatsächlich einen Realismusgrad von bis zu 100% erreichen. Wir müssen das aber tatsächlich nicht, denn ich habe mir jetzt überlegt, dass man hier einige Punkte realistisch halten kann, andere wiederum nicht. Zumindest bietet sich das nicht an fürs Let's Play. Wir sehen zum Beispiel so ein paar Sachen wie realistische Sensoren, Torpedoblindgänger, realistisches Nachladen und die Ereigniskamera, was immer das auch sein soll.
Hier haben wir zum Beispiel andere Ansichten, wie zum Beispiel mit der externen Ansicht. Dann gibt es hier noch so Sachen wie begrenzter Treibstoff und so weiter. Ich habe jetzt diese Option hier gewählt. Wir spielen damit auf einen Realismusgrad von knapp 50%. Wenn ihr jetzt gewisse Punkte unbedingt aktiviert haben wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann können wir diskutieren, ob wir das einstellen wollen. Ansonsten würde ich ganz gerne mit dem Realismusgrad hier fortfahren. Das ist, denke ich mal, halbwegs realistisch, dass es Spaß macht, aber nicht zu realistisch, dass es frustrierend ist für einen Anfänger wie mich. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr da Änderungen haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann können wir das in den nächsten Folgen mal annehmen. So, wir beginnen natürlich eine neue Kampagne. An alle Leute, die mich noch nicht kennen, nachnamentechnisch, das ist mein Nachname, und zwar mit AI, nicht mit EI. Das machen so derartig viele Leute falsch, das glaubt er gar nicht. So, wie gesagt, Kommandant, an Deck, und los geht's. Ach so, hier, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, von 1939 bis 43, da werden wir ein paar Sachen noch vor uns haben. Und übrigens, das habe ich noch gar nicht erwähnt, thematisch geht's natürlich im Atlantik. Aber ohne jetzt zu lügen, wir können eine Menge befahren. Ich würde schon fast sagen, wir können die ganze Welt befahren. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Total Germany, Option 1. Mittelschwierigkeit ist, denke ich, mal ganz gut. Wir wollen ja nichts übertreiben. Ich lese einfach mal vor. Total Germany, 3. September 1939, 1. Juni bis 1. Juni 1940. Europa befindet sich im Krieg. Die Kriegsmarine kann sich keine direkte Konfrontation mit der Royal Navy leisten. Wir müssen unseren strategischen Schwerpunkt daher auf der Bekämpfung der Handelsschiffe legen. Der Handelsschifffahrt. Die Hauptrolle dabei wird die U-Boot-Waffe spielen. Leider stehen uns nur 56 U-Boote im Dienst, von denen 22 für den Einsatz im Atlantik geeignet sind. Doch wir müssen jegliche Anstrengungen unternehmen, um Großbritannien den Nachschub abzuschneiden und seine Kampfkraft zu schwächen. Wir befinden uns in einem Tonnagekrieg gegen die schlagkräftigste Marine der Welt. Ja, und das ist tatsächlich so, dass die, ich sage es mal, auf ein Schiff der Deutschen sind gefühlt 22 der Briten gefolgt. Von daher ziemlich starke Übermacht. Ich will gar nicht so viel labern und Spieleinführung überspringen. Nö, eigentlich nicht. Nehmen Kurs wieder auf. Herr Leutnant? Der Kaloyn will Sie sofort auf der Brücke sehen. Aufwachen! Der Kaloyn will Sie sehen. So, und das war doch mal ein schöner Weckruf. Ja, ich komme. Was ist los? Was meinen Sie damit? Stimmt was nicht? Naja, wir bekommen jede Menge Offiziersfunksprüche. Da ist irgendwas im Busch. Der Kaloyn hält sich noch bedeckt. Aber ich spüre, dass der Krieg kommt. Beeilung, der Kaloyn sagt, es ist dringend. Ja, ich komme. Meine Güte, ihr tut so, als wäre ein Krieg ausgebrochen. Schlimm. Ja, und tatsächlich ist ja auch ein Krieg ausgebrochen, denn Überfall auf Polen hat hiermit begonnen. Das wissen wir aber jetzt noch, in dem Moment noch gar nicht. Wir sind jetzt gerade noch Lieutenant oder Leutnant, je nachdem, und haben noch nicht die Befehlsgewalt über das U-Boot. Das macht aber nichts, denn das wird sich gleich noch ändern. Zur kurzen Information, wir haben hier quasi das ganze U-Boot für uns dann später zur Verfügung, da werde ich aber nochmal drauf eingehen. Jede Person hier in dem U-Boot hat dann auch ihre Funktion, also nicht jede, aber viele Personen haben hier ihre Funktion. Es gibt viele Geräte, die ihre Funktion haben, die man auch entsprechend nutzen kann. Und jeder hat halt natürlich eine Geschichte, genau. Ja, ich versuche hier zu arbeiten. Ruhe bitte. Zum Beispiel ist der Dedo und noch der Emil. Das liegt in der Nähe der Rockall Bank. So, und die wissen natürlich noch nichts von dem Krieg, aber die ahnen es schon. Und wir gehen jetzt hoch zum Kaloyn, also dem Kapitän, der mit uns jetzt vermutlich genau über dieses Thema sprechen wird. Mal gucken, so was passiert. Eine ruhige Nacht habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Wie friedlich das hier ist. Als ob alle Sorgen der Welt hier keine Wellen schlügen. Und doch ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. Wir sind im Krieg, Nummer 1. Der Überfall auf Polen hat begonnen. Anscheinend bekommt unser geliebter Führer jetzt doch die Möglichkeit, die Geschichte neu zu schreiben. Und wir stecken mittendrin. Hey! Schiff voraus! 2 Uhr! Läuft nach Westen! Dann geht's wohl los.
Geben Sie Alarm. Alle Mann auf Gefechtsstation. Möge die Jagd beginnen. Schneller, schneller, schneller! Jawohl, hallo. Geht klar. So, und das war tatsächlich jetzt der erste Auftrag unseres Kapitäns. Gehen Sie zum Seerohr in der Zentrale, genau, und versenken Sie das Schiff oder feuern Sie alle vier Bugtorpedos ab. Ja, und da vorne ist das feindliche Frachtschiff. Ist natürlich jetzt noch alles, ich sage jetzt mal das Tutorial, der Anfang. Deswegen noch relativ schlicht gehalten. Wir gehen einfach mal nach unten. Luke schließen wir natürlich, für den Fall der Fälle, dass wir tauchen müssen. So, und hier ist jetzt dann so der Haupt, ich sag jetzt mal, Aktionsraum, wo wir in den nächsten paar Folgen dann uns auch aufhalten werden. Je nachdem, was uns dann natürlich bevorsteht. So, da ist das Ziel. Und hier oben sieht man die Torpedos, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben 4 Bugtorpedos, also nach vorne gerichtete, und einen Hecktorpedo. Und da wir ja schnelleres Nachladen ausgeschaltet haben, also realistisches Nachladen eingeschaltet haben, wird das natürlich entsprechend dauern, die ganzen Torpedos hier zu laden. Das macht jetzt aber an der Stelle nichts, weil, wie gesagt, das ist ein Tutorial. Da geht es im Prinzip nur darum, die ersten paar Schiffe zu versenken. Deswegen gucken wir, dass wir alles treffen. Ja, das sollte passen. Mit der Bugtiefe, die Frachtschiffe liegen tief im Wasser. Ja, und dann würde ich sagen, Bugtorpedo 1, Feuer. Und da das wahrscheinlich nicht reichen wird, werde ich mal Bugtorpedo 2 wahrscheinlich oder 3 hinterher schicken. Obwohl an der Stelle zu sagen ist, dass wir in Bugtorpedo 2 einen elektrischen Antrieb haben, der jetzt nicht variiert werden kann von der Fahrt her, der aber natürlich keine Blasen hinterlässt, still ist mehr oder weniger, kann aber an der Stelle auch, muss gesagt sein, seine Kindermarken haben und deswegen vielleicht gar nicht zünden oder einfach aufschlagen und danach irgendwie dahinter zünden. Das ist halt alles möglich. Deswegen ist mein Favorit tatsächlich der Diesel. Ja, super. Jetzt habe ich ein Torpedo abgefeuert für nichts. Egal. Das Schiff ist mit einem One-Shot weg. Das ist nicht selbstverständlich. Das kann passieren, muss es aber nicht. Je nachdem, wo der Torpedo trifft, ob er eine relevante Stelle trifft und entsprechend Schaden anrichtet. So, und hier unten haben wir jetzt auch, wollte ich auch noch erklären, verschiedene Möglichkeiten der Navigation. Das ist jetzt einfach gehalten. Es gibt natürlich dann auch noch den komplexen Modus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie der einzustellen ist. Genau hier. Da können wir nämlich Stück für Stück... Ja, super, da hat der Torpedo nochmal eingeschlagen. Hier können wir die Meteranzahl genau bestimmen, theoretisch. Und hier können wir die Fahrt genau bestimmen. Das ist natürlich jetzt nicht unser Begehr. Wir bleiben aber bei der klassischen. Im Prinzip wollen wir ja nur normale Fahrt, Tauchen, tiefes Tauchen und Nottauchen, Alarmtauchen machen. Und halt die klassische Fahrt. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus und geben dem Ganzen ein bisschen Stoff. Ganz normale Fahrt eigentlich, mehr oder weniger. Und ja, das ist quasi die Minikarte, beziehungsweise wenn man sie groß macht, dann die große Karte. Und hier sieht man unser deutsches Reich aktuell. Polen merkt gerade, dass es leicht gearscht ist. Ja, und wir begeben uns jetzt quasi auf kleine Patrouillenfahrt. Hier sieht man auch nochmal den Auftrag. Versenken Sie 3 aus Polen flüchtende Schiffe. Ist zwar ein bisschen, na, moralisch verwerflich, aber wie gesagt, es ist unser Auftrag, müssen wir befolgen. Und wie man hier auch so schön sieht, man kann theoretisch alles befahren. Hier gibt es natürlich sogar auch noch unten in Afrika Häfen. Und zwar Kilimindi blablabla. Die sind natürlich auch unter feindlicher Herrschaft. Theoretisch müsste es ja auch Hawaii geben. Ja, ist jetzt aber nicht befahrbar in der Hinsicht. Die ganzen Vereinigten Staaten, die sind aktuell ja noch nicht im Krieg mit uns. Das wird sich vermutlich noch ändern. Deswegen sind hier auch aktuell noch neutral. Und ja, das sind unsere Häfen, die wir anfahren können. Das werden wir dann noch später mal sehen, wie das dann funktioniert und was wir zu tun haben. Jetzt erstmal ist es unsere Aufgabe, die flüchtenden Schiffe zu zerstören. Und da würde ich sagen, fahren wir mal einen kleinen Wegpunkt ab. Kleines Muster. Aktuell ist es ja noch relativ schlauchig gehalten. Das bedeutet, wir können da nicht allzu viel ändern. Das, was gegeben ist, was sie uns sagen, das fahren wir jetzt einfach mal ab. So viel falsch machen, wie gesagt, können wir nicht. So, und da wir noch über Wasser fahren entspannt, kann ich hier einfach mal hochgucken. Und mir den ganzen Spaß von oben geben. Das ist, hat natürlich jetzt so eine Art Seefahrerromantik. Wenn man sich mal anguckt, wie die Wellen hier schön an das Schiff schlagen,
wie sie gebrochen werden, wie die Gischt vor uns reinprescht. Und natürlich, wie das Schiff langsam entspannt wackelt, schaukelt und hinter uns ganz entspannt das Schiff sich fortbewegt. Ich finde das schön. Ich kann es nicht anders betonen. Aktuell ist natürlich auch noch so ein Anfangs-U-Boot, das muss ich auch noch an der Stelle betonen, weil das ist noch nicht das End-U-Boot, was wir später mal bekommen. Ja, und bevor ich jetzt noch weiter Seefahrer-Romantik mache, würde ich sagen, es gibt tatsächlich auch eine Zeit-Vorspul-Mission, Option, so. Verschiedene Geschwindigkeiten an der Stelle. Ein paar können wir noch so uns angucken. Und ein paar müssen wir dann halt auf der Karte uns angucken und ertragen. Sondern würde ich sagen, begehen wir mal den ersten Angriff auf dieses kleine, auf diesen kleinen Konvoi, jetzt so für die erste Folge. Es gibt ein paar Shortcuts an der Stelle, muss ich auch noch erwähnt haben. Deswegen kann ich zum Beispiel auch gerade das Seerohr von hier oben einfahren. Genauso kann ich das hintere auch ausfahren, wenn ich möchte. Oder halt auch das vordere wieder ausfahren. Genau hier. Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst, deswegen so ein bisschen steuerungstechnisch bin ich bin nicht ganz blöd. Ja, aber sollte einigermaßen passen. Wenn was nicht so ganz funktioniert, dann tut es mir natürlich auch leid. Aber ich gebe mein Bestes. So, und die Schiffe sind, soweit ich das sehe, in Fahrt, in voller Fahrt. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen üben, ein bisschen zielen. Und da sieht man so verschiedene, obwohl, warte mal, die sind, glaube ich, gar nicht am Fahren. Sieht man die verschiedenen Geschwindigkeiten. Und das muss man entsprechend abpassen. Wenn man jetzt zum Beispiel den Torpedo volle Fahrt gibt, dann kann das halt auch passieren, dass der einmal vorbeifährt oder halt gar nicht trifft. Indem er halt... Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Das bedeutet, so ein bisschen einstellen und ein bisschen Time auf das Objekt ist wichtig. Ist nicht komplett relevant, aber es ist, hat schon einen gewissen Hintergrund. Sondern jetzt sieht man gerade, der bewegt sich. Das bedeutet, hier tauchen dann auch nochmal so 1, 2 und 3 Punkte auf. Und dann muss man das halt mit den eigenen Punkten abstimmen und ein bisschen versuchen zu koordinieren. So, wir beobachten am besten erstmal den Einschlag vom Torpedo. Der sollte jetzt in 3, 2, 1 erfolgen. Und er one-shottet. Zumindest sieht es so aus. Das können wir ganz einfach überprüfen, indem wir hier hochgehen. Ja, und jetzt sieht man da auch einen Fuck. Theoretisch würde man da zwei Anzeigen sehen. Eine Wasser- und eine HP oder generell... Ja, Hitpoint-Anzahl, je nachdem. So, wir gehen wieder ins UZO. Und kümmern uns um das nächste Schiff. Das wäre dann das hier. So, und ich merke gerade, mein U-Boot dreht bei, weil es den Wegpunkt verfolgt. Das möchte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht, weil ich natürlich seitlich angreifen will. So. Torpedo 1 wird noch geladen. Macht nichts, wir haben ja noch Torpedo 2. Feuert 2. Und dann Torpedo 3. Wir können natürlich auch theoretisch hier auf Salve schalten und mehrere Torpedos auf einen Schlag abfeuern. Das macht dann bei größeren Geleitschiffen dann doch deutlich mehr Sinn. Hier aktuell ist es noch etwas, naja, ich will nicht sagen sinnlos, aber es ergibt mehr Sinn, wenn man später mehrere Ziele hat, die man in einem Schlag zeitgleich oder auch zum Beispiel größere Ziele in einem Schlag zeitgleich töten möchte. Oder zumindest anhitten möchte. Alles bei seiner Zeit. Wir gucken jetzt erstmal, wie die Torpedos hier ihren Weg gehen und hoffentlich gleich einschlagen. Moment, das will ich natürlich sehen. Torpedotreffer 1. Torpedotreffer 2. Und jetzt sieht man genau den Punkt, die gehen nicht safe alle mit dem ersten Torpedo-Hit. Und da je nachdem, wo der halt trifft, ist es ein One-Shot oder halt auch nicht. So, wenn wir Glück haben, jetzt gucke ich mal gerade, theoretisch hätten wir ja hier vorne noch eine Bugkanone. Eine 8-8er. Aber die benutzen wir, ich glaube, die benutzen wir am besten jetzt noch nicht direkt zu Anfang. Sondern bleiben erstmal bei den klassischen Torpedos. Ich meine, das müssen wir, genau das müssen wir jetzt eigentlich lernen. So, das U-Boot dreht bitte nochmal in Richtung der Schiffe. Und gibt nochmal einiges von sich. Und es kann tatsächlich auch passieren, dass die Schiffe zurückschießen, je nachdem, welche Bewaffnung die haben. Feuert eins. Bei denen ist es jetzt so, die sind unbewaffnet, die können uns jetzt nicht so viel anhaben. Manche können uns mit ein paar MGs beschießen, das ist dann schon etwas nerviger. Andere, natürlich, die werden dann durch Geleitschiffe, durch Zerstörer beschützt.
Und dann ist es dann eine etwas brenzliche Sache, weil dann müssen wir halt auch wirklich auf Seerotiefe gehen, beziehungsweise auch das weitersuchen, weil ein Zerstörer mit Seebomben, mit ja, U-Boot-Sprengkörpern, kann uns dann fatal zur Folge werden und eventuell, das kann ich euch gleich noch zeigen, dann unser Schiff entsprechend so beschädigen, auch gerade den Druckkörper so beschädigen, dass wir dann auch absaufen und dass das Spiel dann vorbei ist. So, und den habe ich vollkommen scheiße gesetzt. Der ist nämlich genau an die gleiche Stelle eingeschlagen wie der davor. Ich will eigentlich, will ich nicht, aber wir sind, wie gesagt, wir sind noch im Tutorial, da kann man noch ein bisschen probieren. Nochmal Karte auföffnen. Maschinenstopp. So, machen wir Torpedo 2 auf volle Fahrt. Und schieße vor allen Dingen an eine andere Stelle, und zwar hinten auf Sek. Feuert 3. Weil vorne der Bug hat schon genug abgekriegt, da sieht man zwei Treffer. So. Der Torpedo ist hoffentlich effektiv eingeschlagen und hat das Ding auch endgültig zerstört. Ja, ich sehe den Frack. Und da geht das dritte Schlachtschiff, wollte ich schon fast sagen, Handelsschiff unter. Und damit hätten wir auch einigermaßen, genau, unser Polen-Achievement fertig, soweit ich das sehe. Hoffe ich. Oder müssen wir noch was weiteres machen? Ich hoffe ja nicht. Wäre tatsächlich ziemlich scheiße. Neuer Wegpunkt. Kurs 187. Wir müssen nämlich jetzt in Kiel auflaufen, wollte ich schon sagen. Einlaufen. Und da geht es nämlich an die etwas Langstreckenplanung. Kurs 157. Neuer Wegpunkt. Kurs 166. Das passt noch nicht so gut, deswegen machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Neuer Wegpunkt. Und im Prinzip müssen wir nur grob in Kiel anlaufen, weil der Rest erledigt dann das. Die Crew, das Anlegermanöver wird dann automatisch vollführt. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie auf dem Weg nach Kiel genau, damit ich nicht auflaufe. Das wäre für einen Wegpunkt echt scheiße, auf gut Deutsch. Deswegen so ein bisschen darauf achten, dass nichts im Weg ist, dass wir alle behutsam ankommen. Bei Schiffen, das ist dann auch ein bisschen kritisch, da müssen wir halt auch darauf hoffen, dass wir in der Schnellreise kein anderes freundliches Schiff rammen. Aber aktuell sieht der Kurs eigentlich vernünftig aus. Von daher würde ich sagen, betätigen wir uns mal der Schnellreise, geben ein bisschen mehr Stoff, und zwar volle Fahrt, äußerste Fahrt, äußerste, genau, und beschleunigen mal auf Geschwindigkeit, und zwar auf, wir können glaube ich bis zu 3000, ich bleibe jetzt mal bei 3000, das ist noch einigermaßen akzeptabel. Können natürlich auch noch höher, ich glaube bis 5000 geht's. Ich glaube 3000 irgendwas, 4000. Also das ist schon eine ziemlich schnelle Geschwindigkeit, das reicht auch im Prinzip. Und jetzt sehen wir hier, wenn eine Peilung kommt und irgendwie ein Schlachtschiff, ein Handelsschiff oder sonst was Gefahr läuft, uns irgendwie zu überraschen oder uns anzugreifen, dann wird dann hier in dem Fall dann die Schnellreise auch pausiert. Das bedeutet, wir werden dann hier angehalten. Ist praktisch. Gerade auch für spätere Einsätze, das zeige ich euch dann nochmal. Oder halt solche Sachen kommen, wenn wir zum Beispiel Gefahr laufen, aufzulaufen, das hört sich doof an, ist aber tatsächlich so. In dem Fall müssten wir dann zum Beispiel den Kurs korrigieren oder einfach ignorieren und weiterfahren. Hier weiß ich halt, wir haben noch genug Wasser, wir fahren ja über Wasser, wir schleichen nicht, wir haben keine Schleichfahrt. Dementsprechend kann ich es halt auch ignorieren. So, und ich glaube, ich mache jetzt mal den Fahrtmodus an. Das bedeutet, wir werden dann nicht gestört, hoffentlich, soweit ich das verstanden habe. Aber generell sollte man den halt, wenn man gerade im Feindgebiet unterwegs ist, sollte man diesen Modus auch aushaben, weil ansonsten würde man quasi über nichts mehr Mitteilung bekommen. Und im schlimmsten Fall würden wir dann halt in eine feindliche Eskorte reinfahren und eventuell zerstört. So, da ist tatsächlich eine deutsche Kolonne. Kriegsschiff und ganz viele Frachter. Ich weiß nicht, ob wir die uns angucken können. Warte mal. Die müssen wir eigentlich jetzt am Horizont halten. Ja, da sieht man noch so leicht ein kleines Kriegsschiff. Hier sind die Handelsschiffe, die beiden, die wir hier sehen. Ist da noch irgendwas? Ja, halt hier Festland. Wir nähern uns halt langsam Kiel.
Sonst muss ich tatsächlich mal beim Kurs ein bisschen aufpassen. Ansonsten rammen wir hier eventuell noch befreundete Schiffe und das wäre nicht ganz gut, wenn wir direkt auf der ersten Jungfernfahrt unser Schiff zerstören. Ui, 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 ui. Das sind die Patrouillenboote, die halt vorm Hafen patrouillieren. So, den Modus schalte ich mal aus. Nur für die Sicherheit. So, und genau das ist nämlich das Problem. Ansonsten könnte es passieren, dass wir da irgendwo ranfahren und jemanden andocken. Das wäre halt scheiße. Deswegen immer so ein bisschen vorsichtig, gerade in den Häfen, wo halt auch ein bisschen was los ist. So, ein bisschen runter von der Geschwindigkeit. Ja, und entspannt in Kiel einlaufen. Und wir haben natürlich auch die deutsche Version, das muss ich an der Stelle noch erwähnt haben. Es sind nämlich nicht die üblichen, wie in anderen Versionen, die Hakenkreuze drauf, sondern halt so eine Attrappe. Wie in jedem Spiel. Das soll aber der ganzen Geschichte hier kein Hut brechen. Ja, kein Bein brechen. Es ist halt für seine Sache irgendwie passend. Wir können spielen, gerade in Deutschland, wo es halt sonst verboten wäre. Deswegen muss man sich damit zurechtfinden. So, und theoretisch können wir gleich, wenn wir hier vorne einlaufen, dann auch schon direkt Anker legen und sind dann im U-Boot-Stützpunkt und bekommen dann neue Aufträge. Deswegen gebe ich erstmal ein bisschen Stoff. Bis 32-fache Geschwindigkeit können wir hier an Bord bleiben und uns den ganzen Quatsch von oben angucken. Alles, was darüber hinausgeht, muss man halt dann auf der Karte sich angucken und entsprechend dulden und ertragen. So, und das ist übrigens der Nord-Ostsee-Kanal. Den werden wir vermutlich in der nächsten Folge noch benutzen, um dann halt in den besagten Atlantik zu kommen. So, Kinders, ihr wollt mir doch jetzt nicht hier alles versperren, oder? Scheinbar schon, deswegen umfahre ich die mal. Okay, ich kann nochmal runter von der Geschwindigkeit, um mir einfach mal die Schiffe anzugucken. Das ist nämlich ein Kriegsschiff, ein kleiner, ich will es nicht sagen, Zerstörer, der im Prinzip noch da ist. Also aktuell haben wir ja noch Schiffe. In Zukunft kann es aber auch passieren, dass die halt dann einfach nicht mehr existent sind. Gerade auch, weil wir U-Boote sind, wird vermutlich die Tatsache so sein, dass wir auf uns alleine gestellt sind und einfach nie Unterstützung bekommen. Was ja auch logisch ist. Ich meine, ein Kriegsschiff fällt auf, ein U-Boot ist für den Anfang erstmal ungeschützt und kann halt dann aber auch tauchen und ist unbemerkt. Gut, wir legen an in Kiel. Wir können jetzt entscheiden, Überholung, Feindfahrt beenden oder verschieben. Wir wollen natürlich die Feindfahrt beenden, denn wir haben jetzt unseren Auftrag erfolgreich beendet und abgeschlossen. Deswegen Feindfahrt beenden und mal gucken, was auf uns zukommt. Lassen Sie sich davon nicht blenden, Nummer 1. Wenn wir morgen gegen den Engländer antreten müssten, wären wir 8-1 unterlegen. Der Führer ist verrückt, wenn er glaubt, dass ein paar U-Boote es mit der Royal Navy aufnehmen können. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Nach Ihnen. Willkommen, meine Herren, und Glückwunsch zu Ihrer erfolgreichen Feindfahrt. Ich sage Ihnen, der Krieg läuft bestens, ja? Und für Sie sowieso, Herr Kommandant. Ich habe direkten Befehl vom BDU, Ihnen U-122 zu übergeben. Das ist eins der neuen Langstreckenboote vom Typ 9B. Aber was ist mit meinem Boot und meinen Männern? Die bekommen einen neuen Kommandanten. Nummer 1, Sie werden hiermit zum Kommandanten von U-27 befördert und übernehmen den Posten mit sofortiger Wirkung. Ihnen wurde bereits ein neuer erster Wachoffizier zugeteilt. Er erwartet Sie an Ihrem Boot. Meine Herren, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, kommen Sie später wieder zur Einsatzbesprechung. Ich erwarte einen dringenden Anruf vom OKM. Tja, Herr Kalein, der Krieg ändert alles, nicht wahr? Ich will Ihnen noch einen letzten Ratschlag geben. Lassen Sie nicht zu, dass er Sie ändert. Wir sind Soldaten, wir kämpfen, zerstören, ja, wir töten sogar. Aber wir tun es ehrenhaft, mit Respekt vor unserem Gegner. Vergessen Sie das nie. Seien Sie gut zu meiner Mannschaft. Es war die beste, die ich je hatte. Das werde ich. Das werde ich in der Tat. Und wir haben Kiel angelaufen und ja, unsere Beförderung entgegengenommen. Das U-Boot gehört jetzt offiziell uns. Wir haben jetzt die volle Befehlsgewalt. Ja, und aktuell ist es, wie gesagt, noch so ein, Prototyp. Eine frühe Version von dem Typ 7, von dem U-Boot. Ich kann verraten, wir können das später noch modifizieren, wir können lackieren, wir können... Oh Gott, ich glaube, wir können alle möglichen Geschützarten hier noch umändern. Wir bekommen verschiedene Turmvarianten, verschiedene Munitionsarten und so weiter. Da wird noch eine Menge passieren. Aber jetzt für den Anfang müssen wir uns wahrscheinlich damit einfach zurechtfinden. Wer sind Sie denn? Nicht relevant für uns.
Hätte ich mir schon fast denken können. Aber die relevanten Leute stehen halt hier hinten. Und zwar er hier und er hier. Bei ihm gucken wir erstmal direkt rein. Mein U-Boot braucht nämlich ein paar technische Verbesserungen. Klar, was wünschen Sie? So, und hier sieht man, aktuell gibt es noch keine Verbesserungen. Die gibt es natürlich dann später. Sicher, was schwebt Ihnen denn vor? Und was wichtig ist, und zwar Torpedos. Und zwar eine Menge. Die brauchen wir dann natürlich für die nächste Folge. Da werde ich jetzt in dieser Folge nicht nochmal auf Einfahrt gehen. Wir können natürlich hier, wie gesagt, elektrisch oder halt Dampfgas. Das ist halt die Sache. Ich bin an der Stelle wirklich Verfechter vom Dampfgas. Torpedo, weil der halt einfach zuverlässig ist, der funktioniert. Der elektrische ist halt leise. Er hat eine, ich weiß gar nicht, eine etwas niedrigere Geschwindigkeit und eine deutlich kleinere Reichweite, soweit ich das verstanden habe. Er ist dafür halt, wie gesagt, aber auch unbemerkt und kann halt U-Boote entsprechend taktischer bevorteiligen. Und unter Umständen können wir halt einen Konvoi angreifen, ohne dass die sofort rausfinden, wo wir sind. Oder die können halt nicht ausweichen. Das wird später noch wichtig, denn jetzt eben gerade im Tutorial standen die alle. Später werden sie sich natürlich alle bewegen und dementsprechend wird das Ganze ein bisschen schwieriger und ein bisschen tricky. Klar, was wünschen Sie? Klar, sollte aber kein Problem sein, wie gesagt, wir tasten uns da nach und nach ran. So, wir haben hier übrigens auch Ansehen, 2690, und könnten uns jetzt den Kristalldrehbasisgerät des KDB holen. Das hat eine höhere Abdeckung, das sieht man hier. Hier nur 140 und hier 360 Grad. Kostet 2000 Ansehen. Können wir auf jeden Fall ausrüsten, dann sind wir schon mal ein bisschen besser abgedeckt. Der Rest, der kommt später noch. Genauso wie hier die Tarnung und die Lackierung bzw. das Anmalen. Obwohl wir an der Stelle natürlich schon was auswählen könnten. Hoffe ich, denke ich, meine ich. Komm, machen wir mal den hier. Zorn. Sieht irgendwie schick aus. Wie gesagt, kann man machen. Und sehen werden wir das Ganze dann in der nächsten Folge bei dem nächsten, beim nächsten Ausfahren. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr da, wie gesagt, realistischer haben wollt. Wie euch das ganze Projekt gefällt. Und bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag. Und macht's gut. Tschüss.